Der europäische Rettungsschirm ist aufgespannt worden, um im Euroraum Stabilität zu erzeugen. Wenn es anders gekommen wäre, dann hätten wir sicher sehr viel Instabilität auf den Märkten erlebt. Und das hätte auch für den Exportstandort Niederbayern schlechte Wirkungen gehabt, weil wir unsere Produkte ja in Europa und in der Welt verkaufen und deswegen angewiesen darauf sind, dass es auf den Märkten ruhig zugeht. Heute ist das Urteil vom Bundesverfassungsgericht Karlsruhe über den EU-Rettungsschirm gefallen. Wie denken Sie darüber? Naja, ich bin ein bisschen der Meinung, wir zahlen für alle immer, ne? Es ist ein sehr heikles Thema. Ich weiß bloß das eine, dass das Gericht Auflagen gemacht hat. Und das finde ich ganz gut. Von den ganzen Rettungsschirmen heute überhaupt nicht viel, weil es wird immer nur, weil es wird gegeben, es wird da eine gepumpt und was haben wir dann am Ende? Dann bricht trotzdem alles in der zusammen. Ich habe das Urteil schon gehört. Ich finde, man kann nichts anders machen. Die Verpflichtungen sind ja schon eingegangen worden. Man könnte das jetzt gar nicht zurückgängig machen. Und im Großen und Ganzen, wenn man weiterhin vorsichtig ist und das Parlament seine Rechte behält, dann glaube ich, kann man damit leben. Ich finde es sehr gut. Ja, natürlich muss man aufpassen, ja, dass nicht zu viel Geld in diese maroden Länder geht. Ja, sonst haben wir nachher nichts und geraten in diesen Strudel rein. Irgendwann kennt man Grenzen gesetzt. Das kann man nicht ewig so dahinter. Ne? Das finde ich natürlich sehr gut, damit die Herren Politiker, besonders die Bundeskanzlerin, nicht allein entscheiden kann, was geschieht. Bundestag muss unbedingt ein Mitspracherecht in allen wichtigen Fragen für die Nation haben. Das ist das Richtige, so wie es gemacht worden ist. Keine Ahnung, also mit Politik kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von heute ist ein gutes Urteil, weil es die Euro-Rettung im Kern bestätigt, das heißt den Kurs Bundeskanzlerin Merkel bestätigt. Und zum Zweiten ist es aber auch eine klare Rückendeckung für die Parlamente, für Demokratie in Europa. Wenn wir über solche Summen reden, dann muss Deutscher Bundestag und zukünftig auch verstärkt Europäisches Parlament mitreden. Dieses Urteil von Karlsruhe ist zu begrüßen, weil es der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung und dem Bundestag die Möglichkeit eröffnet, auch weiterhin Vereinbarungen zur Euro-Stabilisierung zu treffen und sich an entsprechenden Maßnahmen zu beteiligen. Haben Sie denn Angst um Ihr Geld? Ja, wenn ich viel hätte schon, da ich nicht so viel habe, habe ich zwar meine Ängste schon, da einiges im Grundbesitz steckt, der allerdings eigentlich doch sicher ist. Könnte mir aber vorstellen, dass viele in den Schweizer Franken flüchten. Ja, eigentlich schon. Warum? Ja, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Ob es ganz kaputt geht? Ja, etwas schon. Auf jeden Fall. So eine Situation wie augenblicklich haben wir vorher kaum gehabt. Ich glaube, jeder hat etwas Angst um sein Geld. Das liegt in der Natur der Sache, weil wir ja die Schulden der anderen schultern müssen. Und das Geld fehlt uns, das ist ja ganz logisch, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Ja, ums Geld kann man schon Angst haben. Aber ich glaube, ich lege es jetzt mal ganz gut an, und zwar in Immobilien. Ja, ich kann nach wie vor sagen, der Euro ist eine sichere Währung, er ist eine stabile Währung und wir tun alles, um ihn stabil zu halten. Und wer bis jetzt Zweifel daran gehabt hat, ob es richtig ist, den Euro zu haben, der kann sich an den jüngsten Aktionen der Schweiz ablesen, dass es auch ganz andere Auswirkungen geben könnte, wenn wir aus dem Währungsverbund ausscheiden müssten oder würden. Wenn man heute unsere Währung anschaut, dann muss man feststellen, dass wir seit über 10 Jahren eine Inflationsrate von an die 2% haben. Das heißt sehr gering. Die Geldentwertung, das ist für uns Menschen, für uns jeden, der Geld hat, ja wichtig. Die Geldentwertung ist sehr gering in den letzten Jahren gewesen. Und auch der Außenwert, das heißt, was wir uns für unseren Euro auf der Welt kaufen können, Erdöl zum Beispiel oder auch Elektroprodukte, im Außenwert ist der Euro sehr stabil. Und wenn man beide Punkte sich anschaut, dann kann man sagen, dass in den letzten 10 Jahren der Euro eine Erfolgsstory war. Aber wir jetzt in der Pflicht sind, diese Erfolgsstory auch weiterzuführen. Und das ist jetzt die Aufgabe, die wir zu meistern haben.